Spontane Mobilität für Menschen mit Behinderungen. Ab sofort können Hamburgerinnen und Hamburger barrierefreie Fahrzeuge in der FreeNow-App bestellen. FreeNow startet gemeinsam mit engagierten Taxiunternehmen einen neuen Service mit barrierefreien Fahrzeugen in Hamburg. Ab sofort lassen sich 35 inklusive Fahrzeuge mit nur einem Klick über den größten Taxi-App-Vermittler FreeNow bestellen. Ermöglicht wird diese neue Inklusionsflotte unter anderem durch das 2021 ins Leben gerufene Projekt Zukunftstaxi. Also das Förderprogramm für inklusive Taxen ist Teil des großen Förderprogramms Zukunftstaxi Hamburg. Hier wurden über 450 Elektrotaxen mittlerweile an den Markt ausgeliefert. Es hat sich das Taxenbild von Hamburg komplett verändert. Sie sehen ganz viele Elektrotaxen in der Stadt herumfahren und da wurde eben das Thema inklusive Mobilität mit integriert, mit einer Förderung von 60 inklusiver Taxen mit bis zu 20.000 Euro. Ist ein hoher Betrag, der ist aber auch notwendig, um wirklich Taxiunternehmen und Taxiunternehmer in die Lage zu versetzen, hier zu investieren. Die App hat sich für den Fahrgast kaum verändert. Beim Auswählen eines Taxis ist es jetzt zusätzlich möglich, eine alternative Flottenart zu wählen und somit ein barrierefreies Fahrzeug zu bestellen. Ja, wie ich vorhin bereits gesagt habe, ist es natürlich für Menschen, die im Rolli sind, sehr schwierig, jedes Mobilitätsangebot anzunehmen, was es derzeit in Hamburg gibt. Vor allen Dingen, wenn Sie bedenken, Sie haben noch Gepäck dabei und Sie müssen den Rolli gleichzeitig schieben, das ist gar nicht möglich. Und endlich können Sie im Prinzip genauso verreisen, was machen, zum nächsten Bahnhof kommen, wie alle anderen Menschen auch. Bis Ende des Jahres sollen rund 50 barrierefreie E-Taxen auf Hamburgs Straßen unterwegs sein. Bis Sommer 2024 sollen es dann insgesamt 65 werden.